Hallo, guten Abend, ihr Lieben. 20.07.21. Ich sitze hier mit einem Mädel aus dem Team und es gibt ein kurzes Update nach den stressigen Tagen hier. Unwetter sind vorbei. Momentan sind nur noch diese, ja, wie sage ich dazu, energetischen Unwetter hier. Diese Unwetter von negativen Dingen, die ihr alle da draußen spürt, jeden Tag. Mit denen kämpfen wir hier natürlich auch. Ja, es geht hier um den Platz, wo wir leben hier. Wie gesagt, ich sitze hier mit unserer Melli. Und jetzt reden wir ganz kurz darüber, über die Negativität im Raum, die überall spürbar ist, bei euch zu Hause auch. Überall ist da, ist präsent. Dagegen tun können wir gar nichts. Wir können immer nur aussenden, solange wie die Kraft reicht. Meine Kraft war gestern aus. Ich versuche euch auch den Grund zu erklären. Es geht jetzt nicht um einzelne Personen. Es geht darum, dass vorgestern Nacht aus dem Kinderbett von Juli, das kennt ihr alle aus meinen Videos, einfach die Erbsen geklaut wurden. Alle Erbsen wurden abgeerntet, weg. Es war traurig, wir mussten die Kinder beruhigen. Und heute kam noch dazu, dass da noch eine Blüte war obendrauf auf der Erbse. Und diese Blüte war heute Morgen, heute früh umgeknickt. Das sind für mich alles Zeichen, dass ganz viel schräge Energien unterwegs sind, ganz viel dunkle Energien. Und ich habe momentan noch keinen Plan, wie es hier weitergeht, weil es kostet immense Kraft, immer dagegen zu halten, deswegen das Feuer. Deswegen heute Morgen die Reinigung vom Feuerplatz. Deswegen sitze ich jetzt auch hier, um rauszusenden. Ohne Hass, ohne negative Gedanken, einfach nur raussenden. Der Nächste, der hier sowas tut, nein, ich bestrafe ihn nicht. Ich möchte nur ihm sagen, warum klaust du, warum hast du das nötig, warum zerstörst du, warum hast du das nötig? Warum haben wir all die Probleme? Ja, und du, Melli, wenn du was zu sagen hast, sag einfach rein. Weil ich weiß, dass du immer was zu sagen hast. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann lassen wir das ganz einfach mit dem Reden. Weil die Energien habe ich schon reingesendet ins Feuer. Jo. Und dann passt das. Hast du was? Nein? Sag mal Hallo. Hi. Hi. Also Melli ist da. Ich bin nicht allein am Feuer. Okay? Ich genieße es einfach gerade. Ja, in diesem Sinne, ihr Leute, bleibt im Frieden. Meine Gedanken gehen alle raus an alle die, die jetzt in die Scheiße stecken. Wirklich in die Scheiße. Durch die Unwetter, durch die Flutwellen, überall in ganz Deutschland, die jetzt in der Scheiße stecken. Wir sind da für euch, für alle. Ja? Ich denke an euch. In diesem Sinne, für Zeug, ich habe jetzt eben gerade Qualm in der Presse. Sorry. Oh. Ja, also, pfiat euch, servus, der Zausel ist raus.